Moin, hier bei Hinrichtech Modellbau in der Bastelhöhle. Ich filme hier gerade so diverse Stapel. Ich habe mich aufgeräumt gestern und habe PKW-Teile und PKW-Räder vor allen Dingen sortiert. Und dann hatte ich da ganz hinten hinter diesem Schrank, hatte ich noch so eine Ecke mal seit dem Umzug. So, wann wohnen wir hier? 8 Jahre oder so? Habe ich da diese Pappdinger mit irgendwelchen Modellen und angefangene Umbauten und so weiter. Und immer mal wieder bin ich da einmal im Jahr reingekrabbelt mit der Taschenlampe und habe mir da was rausgesammelt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt räumst du die nächsten Wochen eh auf, jetzt räumst du das mal alles durch und sortierst alles neu. Jetzt habe ich immer so Beispiele. Das sind hier alles so angefangene Werke aus den letzten mindestens 20 Jahren hier. Das ist ein, was haben wir denn da? Ein Forst MB-Truck von Kipri. Lackiert für irgendein Unternehmen mal, was es gar nicht mehr gibt, und reingestellt. Das sind Iveco Eurotech Chassis von Herpa. Warum auch immer. Kommen natürlich in die Iveco Kiste. Dann haben wir hier solche alten Umbauten hier. Nahverkehrsauto Hartmut Wehe. Mit Schmutzlappen Scania P. Der Dachspoiler liegt hier auch noch lose mit drin. Ja, dann immer irgendwelche diversen Baumaschinen hier von Kiprima als Ladegut gekauft. Dann habe ich hier eine ganze Kiste gesammelte Werke. Habe ich letztens auch schon gesucht. Das ist hier Kalmar Containerstapler von Kipri, den ersten, den es jemals gab. Ich den gebraucht habe, gab es den Reed-Stecker noch gar nicht. Und der hat, hier guckt ein Kabel raus. Warum ist das so? Weil der eine Rundumleuchte hatte. Schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Hatte ich dem mal eine Rundumleuchte verbaut, die auch funktioniert hat. Hier ist anscheinend die Elektronik dazu gewesen. Heute passt das wahrscheinlich alles in Stecknadelkopf. Und Ersatzteile und so weiter. Also da lässt sich theoretisch noch mal mindestens einer draus bauen. Ich glaube, ein oder zwei habe ich auch noch als Bausatz liegen in meinem Lager. Das gilt es demnächst alles mal durchzuräumen. Passenderweise haben diese Schubladen den Namen Projekte unfertig, was es ja auch sehr gut trifft. Da haben wir ein Post-SK-AWM-Wechselbrückenzug und solche Sachen. Und ja, hier gibt es Betonmischer, Aufbauten und einen Sattel. Davon werde ich auch mal ein paar inserieren, weil werde ich nicht in meinem Leben alle brauchen. Behalte ich mal ein oder zwei alte Eisenbahnsachen. Nochmal eine Kiste mit Silo-Aufliegern. Ich habe letztens gerade eine größere angelegt. Und hier sind nochmal auch so seltenere Sachen wie AWM. Unbehandelt. Diverses Lackiertes früher für meine Spedition Meierhofer wahrscheinlich alles mal gedacht gewesen. Kann man alles nochmal umlackieren, überlackieren und was draus machen. Hier noch weiße Feldbinder Herpa. Alles so interessante Kisten. Hier steht, auf der Kiste steht Volker drauf. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich mal, weil ich mit ihm irgendwas tauschen wollte. Das sind hier Fahrzeuge. Da habe ich mit Kumpel Thorsten früher HBK Landhandel haben wir gemacht. Diorama und diverse Fahrzeuge in Grün, Orange. Das sind auch alles so angefangene Umbauten. Das ist Chassis für ein Iveco, schon fertig vorbereitet für einen Tankwagenaufbau von Kibri, wie man hier sieht. Ja, der Anhänger dazu. Silos von Kibri. Diverse Silo-Umbauten, da habe ich noch so ein paar gesammelte Werkekisten. Das ist echt interessant. Hier haben wir so verschiedene Tieflader-Umbauten von mir, von früher. Ja, das ist hier der alte Roco-Tieflader von 3 auf 4 Achsen verlängert. Dazu gibt es auch noch aus den Resten einen gekürzten, also einen Zweiachser. Hier so alte Kibri-Anhänger, Herpa-Anhänger. Baumaschinen und so weiter. Eine Sache
Boah, muss ich mir mal vorknöpfen die Tage. Oh, mit einer Hand ist das echt scheiße. Müsste man echt mal irgendwie sich doch hier eine Halterung machen. Den habe ich auch vor zig Jahren mal angefangen. Inzwischen gibt es das wahrscheinlich. Da gab es von Anhalt einen Frontlenker, also ohne Haube, mit hohem Dach. Und es gab einen Hauber mit flachem Dach. Es gab aber keinen Anhalt Hauber mit hohem Dach. Und dann habe ich die Dinger auseinandergeschnitten mit dem Originallack praktisch an der, kann man sagen, ja, an der A-Säule und habe dem Frontlenker Fahrerhaus, dem hier von einem Anhaltmodell, habe ich den Haubenansatz verpasst. Jetzt muss dann nur noch die Haube drauf. Die liegt hier. Und dann haben wir einen Dreiachser Hauber mit hohem Dach. Und da das denn zu lang war mit diesem Auflieger von Anhalt, habe ich den Auflieger gekürzt. Also der ist schon fertig gekürzt. Chassis ist schon angefangen zu kürzen. Und ja, wenn man den mal fertig macht, hat man halt einen Dreiachser Scania mit einem Dreiachser Auflieger mit einem gekürzten. Das ist hier das Fahrgestell für den Tankauflieger. Vielleicht mache ich ihn mal fertig und da ich selber Anhalt nicht sammle, ist das vielleicht sogar mal was, was ich bei eBay reinsetze. Denn irgend so ein Anhalt-Verrückter hat da bestimmt Bock drauf, sich sowas mal in die Vitrine zu stellen, wenn es das Ding nicht inzwischen sogar schon gab. Also könnte ich mir gut vorstellen. Hier ist noch eine ganze Schublade mit Kiessatteln aller Art. Das sind hier die alten von AWM, da gab es ja verschiedene. Die alten von Herpa, hier von mir umgebaute Kibri-Baustoffanhänger mit Wiking-Unterfahrschutz, nee, Herpa und Herpa-Bereifung. Da habe ich auch noch einen Motorwagen zu. Ja, also alles hier so Fundstücke, die man wiederfindet, die ich jetzt durchsortieren kann. Hier bin ich auch heute Nacht bei gewesen, bis spätabends und habe hier PKW-Felgen sortiert. Aus den ganzen Wühlkisten von meiner Kindheit habe ich dann hier mal getrennt. So nach neuerer, nach Größe, nach Marken, nach Typen. Hier so ganz alte Herpa-PKW-Räder, die waren noch einteilig. Dann so die kleine Fraktion, so Golf und Co. Dann bisschen größere Mittelklasse-Sportwagen. Das ist hier so Geländewagen, Roco und solche Sachen. Hier haben wir Herpa Privat Collection. Das sind diese zweiteiligen mit diesen Aluminiumringen. Da habe ich mal alles, was an Resten ist, reingepackt oder was ich jetzt noch finden werde. Und hier haben wir auch was Seltenes. Die Automobilia Messing Kiste. Das sind also so Neusilber geätzte Felgensterne, die man dann mit Bremsscheiben in diese Felgenkorpus einbaut. Hier sind noch so DTM-OZ-mäßige. Das ist mal ganz geil, da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Ich glaube, die kriegt man auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie noch zu kaufen gibt, aber das ist schon verdammt lange her. Ja, hier noch so diverse Radsätze, die in den Herpa-Teile-Tüten bei waren die letzten Monate. Da weiß ich noch gar nicht mal, zu welchem Modell die gehören. Da muss ich mir mal einen Herpa-Katalog angucken, um mal rauszufinden, wofür die überhaupt sind. Hier sind noch Golf-Karossen aus den Teile-Dingern, schon fertig von Herpa bedruckt, aus den Teiletüten. Ja. So gibt es hier also immer was zu räumen und zu tun und zu sortieren, weil das Ziel muss sein, wirklich mit einem Griff was zu finden. Wenn irgendjemand mich fragt, hast du einen 1996er Betonmischeraufbau in Rot, dass ich dann sagen kann, Moment, ich weiß, wo ich nachgucken muss. Schublade auf, da ist er. So, ich mache mich jetzt fertig zur Reha, mache meinen Sport und dann geht das hier weiter. Bis dann, macht's gut.